Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf der Ellerbach. Jo, wie ihr seht, es ist noch nicht zu Ende, ne? Wir sind immer noch am Rübenernten, aber ich habe mir gedacht, den Spaß, den könnt ihr auch mitmachen. Wir machen den letzten Rest zusammen. So, ich habe mal meine Tasten hier umgelegt. Bin auf dem Vollpfosten, ne? Ich habe den Joystick hier. Brauche mir das nur vernünftig belegen. Das habe ich jetzt gemacht. Vom Feinsten, ne? Zwei Knöpfchen drücken, alles funktioniert. VCA geht auch wieder. Das ist ab und zu hier, glaube ich, ein Ticker. Wenn ich einen Gang drin hatte bei RMT. Es läuft wieder, liebe Leute. Es läuft. Zack, Tasten vernünftig belegt. Zack, zack. Tja. Man sollte auch die Technik nutzen, die man zur Verfügung hat, ne? Und nicht immer nur diese alten Sachen dann drinnen lassen. Richtig chic jetzt. Du brauchst das Gerät nicht mehr anwählen. Macht er alles von alleine. Hier, zack, auf beiden Geräten. Zack, Zapfwelle an. Runter. Hinten runter. Oh, es gibt nichts Schöneres, ne? So, jetzt kommen wir noch ein paar Meter Rüben ernten. Wagen ist eh gleich voll. Ah, ich bin froh, wenn die Schütte fertig ist, ey. Ganz ehrlich. Da haben wir uns auf was aufgehalst hier. Hat auch schon wieder einmal Miete abgezogen, das Ding. Wie kann es auch anders sein? Ich hatte einen Wagen verkauft. Einen Wagen hatte ich hinten schon hingekippt. Den müssen wir noch wegräumen. Können wir nachher eben machen. Mach an, das Ding. Fup, runter. Fup, runter. Echt genial, ne? Wozu kauft man sich so teure Sachen, wenn man sie nicht benutzt? Muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, ne? Echt. Aber hier haben wir echt Rüben runtergeholt. Er leckt mich fett. Ganz ehrlich. Viel zu viel. Also Rüben machen wir so schnell nicht mehr. Wegen akuter Unlust. Oder wir nehmen Roper. So ist das ja was Schönes. Ganz fein. Nämlich gar nicht. Also nichts für mich. Oh, Kuddel ist bestimmt auch schon wieder voll. Wäre schön, wenn der Ruder noch leer wird vielleicht. Oh ne, wird er nicht mal mehr. Ich hoffe, dass wir das alle in einen Ruder reinkriegen. Dann kicken wir das nämlich da hinten eben einfach auf den Haufen. Den Wagen. Weiß ich noch nicht, ob wir den verkaufen sollen. Wäre ja vielleicht nicht schlecht, weil die Miete echt teuer war, aber die Rüben brauchen wir eigentlich, ne? Von daher ist das nicht so günstig, die zu verkaufen. Aber da kriegen wir in einen Ruder. Oh, gehe ich doch mal von aus, dass das in einen reingeht. Dann haben wir das elendige Thema nämlich erledigt. Bin ganz froh drum. Das dauert. Falls jemand demnächst sagt, oder wenn ich demnächst sage, ich mache Rüben, dann haltet mich bitte davon ab. Ja. Ich kann die nächsten Jahre keine Rüben mehr sehen. Jetzt kommen wir doch gar nicht so rein, oder was? Mal runter hier. Du geh auch mal runter. Schickifoini. Haben wir das echt gleich erledigt. Ein Segen, liebe Leute. Ein Segen. Dann müssen wir die nur noch wegräumen. Ja, vielleicht verkaufen wir den einen Wagen. Ich weiß es echt noch nicht. Ich glaube, wir müssen hier auch dann flügen. Kann man bestimmt von ausgehen. War eine Erdfrucht. Dass wir dann flügen müssen. Dann würde ich vorschlagen, machen wir diesen Acker fertig und dann gehen wir ins Dresch-Thema. Wir müssen auch Sojabohnen, aber ich weiß gar nicht, ob die schon komplett gewachsen sind. Da müssen wir auch jetzt nachgucken. Weil die letzten Rüben, die flügen wir alle unter. Da habe ich echt keinen Nerv mehr drauf. Die jetzt hier noch stehen, diese 2, 3, 4, 5.
Die tun wir unterpflügen. Da habe ich keine Lust mehr drauf. So, erledigt. Ab zum Hof. So, das haben wir schickifeuni fertig. Ein Segen. Leute, Leute, Leute. So, jetzt kommen wir hier in eine Wertung. Wir müssen noch zum Hof. Dass wir die abgeladen kriegen. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir dazu kriegen. Müssen wir mal gucken. Nee, Mais dreschen. Oh, ich weiß nicht, lohnt sich nicht, ey. Wir müssten uns extra einen Pflücker kaufen, ne? Da seht ihr den Haufen. Kommt eh nix. Die sind alle in Urlaub. Das sind Herbstferien. Kriegen wir das da so abgekippt? Wäre ja schön, ne? Mach mal raus, das Röhrchen. Mach mal I. Kipp den Müll mal hier hin, dann räumen wir den gleich echt weg. Also, liebe Leute, oh, wir nehmen das als Bild wahr. Das sieht ja viel schöner aus. Druck. Danke. Dann sieht auch jeder, dass die Ohren fertig sind. So, wir machen das jetzt mal eben über den Online-Händler. Das ist jetzt echt einfacher. Ja, okay. Ja, okay. Eigene Fahrzeuge. Zurück. Danke. Können wir den beiseite stellen. Muss das Handgas noch umlegen vom VCA. Deswegen macht ihr das hier nicht in der Innenansicht. Weil ich die Knöpfe doppelt belegt habe. So. Fahren wir oben hin. Weiß nicht, ob wir noch kalken müssen oder so. Dann kannst du nämlich eben kurz... Oh, da steht der Schwader noch vor. Habe ich den gar nicht weggeräumt oder was? Schlamperei hier auf dem Hof. So geht das nicht weiter. Aufräumen. So, häng dich mal an. Handbremse ist drinne. Aus. Ab zum Nächsten. Das machen wir gleich. Dich brauchen wir auch gleich. Müssen wir umräumen. Dich wollte ich. Richtig. Ich gucke immer noch zur Seite und hab's alles auf die Konsole hier gelegt. Schicker, feiner Trecker, ne? Der zieht richtig gut durch. Mit dem kannst du was schaffen. Der gefällt mir richtig gut. Oder so. Gefällt mir echt immer besser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Macht richtig Laune, mit dem kleinen Bock zu fahren. Auch wenn er hier so ein kleines Fauxparchen hat. Hat er das da auch? Ne, hat er nur auf dieser Seite, ne? Was ist das für ein Problem? Wie nennt man das nochmal? Decall oder was? Keine Ahnung. Ist mir auch egal, ich spiele da ganz gerne mit. So. Der ist auch noch voll, ne? Aber wir können uns das mal überlegen. Ob wir die verkaufen. Ich weiß nicht, wie viel wir da ins Lager reinchippen. Ob wir den dann nicht verkaufen können. Aber ich stelle das erstmal hier an der Seite. Telefon. Geh mal einer ran. So, hier eben reinschieben. Lass mal den da erst stehen. Könnten auch mit dem Fendt düngen. So, lass mal den erstmal hier stehen, ne? Falls wir den brauchen. Ja, ist die Party. So, auf geht's. Schaffe, schaffe. Möhrchen, Rübchen wegräumen, ne? Sind wir noch ein paar Tage bei.
glaube, wir sollten den Weidemann verkaufen und uns den Kramer holen. Wäre vielleicht noch eine Alternative. Die Schippe ist ja elendig klein, ne? So. Leute, wir haben die Rüben beendet. Echt ein Segen. Können wir jetzt eine Party feiern. Alle Rüben sind weg. Ich glaube, die lagern wir alle ein, ey. Shit, was drup. So, schicki feini. Upsi. Schön auf der Bremse gestanden. Pedale rutschen schon durch die Wand. Schon wieder voll, ne? So. Ich weiß gar nicht, was ich hier für ein Getriebe eingestellt habe. Ich habe hier, glaube ich, gar kein Getriebe reingemacht. Aber mal gucken. So, Leute. Die Rübke sind auch bald drinne. Nur noch 38 Mal fahren. Dann haben wir die eingelagert. Besser kannst du gar nicht laufen. Backt da was viel durch? Ne, ne. Naja, kannst du nicht ändern. Kannst nicht alle Damen im Leben. Von da geht's ja noch. Wäre der jetzt elendig viel durchgebackt, ey, dann wäre es dumm. Aber so geht's ja noch. Braucht von euch einer Rüben? Ich habe noch günstige welche abzugeben. 1000 Liter, 10.000 Euro. Freundschaftspreis. Weil die mit Blut und Schweiß sind die geerntet worden. Das ist also ein Schnapper, ne? Morgen kosten die schon 15.000 Euro, 1000 Liter. Also ich würde heute zuschlagen, ne? Liebe Leute. Billiger kommt die dann nicht mehr dran, ne? Und ihr braucht sie nicht selber machen. Ich lade euch die auch auf. Also da bin ich ja Kumpel in der Hinsicht. Den Diesel für den Weidemann habe ich noch über. Braucht nur mit dem Kipper vorbeikommen, ne? Also 10.000 Euro, 1.000 Liter, könnt ihr gerne haben, ne? Wie gesagt, ich lade euch die auf. Da nehme ich nichts für. Die Sprit ist umsonst, weil ich ja Freundschaftspreis mache. Weil Rübenernten ist nicht immer so prickelnd. Ja, Leute, Spaß muss auch sein, ne? So, liebe Leute, ich glaube, ich räume das mal weiter ohne euch weg, ne? Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn nicht, macht den Daumen runter, schreibt einfach einen Kommentar dazu, würde ich mich echt drüber freuen. Wenn es euch aber gefallen hat und ihr möchtet nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.